Hans Hake ist bekannt für seine institutionskritischen Arbeiten, in denen er sozialpolitische Verflechtungen des Kunstmarktsystems aufdeckt. An der Fassade des ehemaligen Verwaltungsgebäudes der NSDAP, in dem heute das Zentralinstitut für Kunstgeschichte untergebracht ist, zeigen Flaggen und Banner »Wir alle sind das Volk« in 12 Sprachen, eine Arbeit, die Hans Hake 2017 für die Documenta realisierte. Hier am Zentralinstitut für Kunstgeschichte zeigen wir im Rahmen des Studienzentrums zur Kunst der Moderne und Gegenwart nun eine Ausstellung zu Hans Hake. Im Jahr 2000 konzipierte Hans Hake für den nördlichen Lichthof des Reichstagsgebäudes der Bevölkerung. Bundestagsabgeordnete sind eingeladen, Erde aus ihrem Wahlkreis, um die auf dem Boden angebrachte Schrift zu platzieren. Hake zitiert hierzu Bertolt Brecht: Wer in unserer Zeit statt Volk Bevölkerung sagt, unterstützt schon viele Lügen nicht. Das seit fast 20 Jahren vor sich hinwachsende Biotop bleibt sich selbst überlassen. Bereits 1970 hatte Hake auf seinem Atelierdach einen Haufen Erde aufgeschüttet, der sich wild begrünte. Bowery Seeds, so der Titel der Arbeit, veranschaulicht die Bedeutung des Frühwerks, auf dem der Fokus dieser Ausstellung liegt. In diesem weniger bekannten Frühwerk, bis ca. 1972, setzte Hake Tiere und Pflanzen als Akteure in biologischen, sogenannten realzeitlichen Systemen ein. Diese Arbeiten thematisieren die Grenzen eines Werks in Bezug auf seine Umwelt und hinterfragen die Trennung von Natur und Kultur, sind damit zentral für die zeitgenössische Kunst. Einflussreich sind für Hakes Arbeiten der 1960er und 70er Jahre Systemtheorie und Kybernetik, etwa Norbert Wiener und Ludwig von Bertalanffy, sowie der Austausch mit Jack Burnham. Mit diesem dachte er über Skulptur als realzeitlichem System nach, ein Gegenmodell zu Formalismus und der Objektästhetik klassischer Bildhauerei. Burnhams und Hakes Interesse galt künstlerischen Arbeiten, deren einzelne Komponenten untereinander und mit ihrer Umwelt kommunizieren, prozessual in der Realzeit ablaufen. 1965 entwarf Hake eine schwimmende Futterstelle für eine Möwenplastik. 1968 realisierte er den Entwurf, indem er Möwen mit Brotkrumen anlockte und diese Arbeit Live Airborne System nannte. Auf Einladung von Paul Wemba stellte er 1972 im Krefelder Museumhaus Lange aus. Im Zentrum stehen dort Ökologie und Umweltverschmutzung. Die Schau zeigt die enge Verwobenheit von Natur, Gesellschaft und Politik. Im Krefelder Abwassertriptychon erfährt Live Airborne System eine umweltpolitische Erweiterung, indem Hake nun Möwen zeigt, die verendende Fische aus dem verschmutzten Rhein am Industriestandort Krefeld erbeuteten. Aufgelistet sind auf den flankierenden Tafeln unter anderem die Firmen, die 1971 am meisten ungeklärtes Abwasser in den Rhein leiteten. Die für die Mitteltafel gewählte schwarz-weiße, grobkörnige Auflösung betont den rätselhaften Charakter des Motivs, der an die Ästhetik der damaligen Pressebilder anknüpft und sich erst über den flankierenden Text aufklärt. Zugleich stellte Hake seine Rheinwasseraufbereitungsanlage, Abwasserproben mit Laborbefund, rot gefärbte Steine vom Rheinufer in der Nähe einer Verladevorrichtung der Farbenfabrik Bayer AG in Uerdingen aus und ein künstliches Mikroklima im Museumsgarten, Moosbewuchs unter einer Trauerweide. Wiederholt hat Hake auf die Verwendung meteorologischer Begriffe in politischen Debatten hingewiesen. Sein künstliches Klima ist auch eine institutionskritische Demonstration, mittels Kunst bzw. im Feld der Künste
ein unabhängiges Klima zu erzeugen. Charakteristisch für Haakes Herangehensweise ist bis heute sein Interesse an biologischen, physikalischen und sozialen Systemen, deren wechselseitige Verbindungen er in einer eigenen Ikonografie des Politischen und Ökologischen thematisiert.